Erstmal vielleicht zu mir, Timo Volkmar, ich bin selbstständig als Berater, agiler Coach, systemischer Coach, Organisationsentwickler und so weiter. Und in den letzten Jahren eben in verschiedenen relativ großen Unternehmen unterwegs gewesen, meistens irgendwo in Tochterunternehmen, kleineren Bereichen, aber immer eingebettet in relativ große Konstrukte und habe so einige Dinge beobachtet und die habe ich auch immer wieder beobachtet in verschiedenen Unternehmen und ich dachte, das ist es wert, das mal zusammenzutragen und mal gucken, was man daraus lernen kann. Und irgendwann auf dem Sofa fiel mir der Titel ein, Scale to Death, weil in der Keynote von Yves und Iris kam das so ein bisschen auch raus. Wenn man dann so anfängt mit diesen agilen Zeugs, meistens ist es ja Scrum irgendwie in so einer Ecke und dann wird es größer und dann plötzlich fangen Unternehmen aber an, wenn das größer wird, wieder die tradierten Konstrukte reinzubringen, die das eigentlich alles immer wieder unagiler machen und das so ein bisschen abtöten und man skaliert sich dann irgendwie zu Tode. Das ist mir so als in den Sinn geschossen und ich dachte, das ist vielleicht ein ganz treffender Titel. Ich habe so ein paar Geschichten mitgebracht, auch durchaus mit dem Augenzwinkern. Mir geht es nicht darum, irgendjemanden in die Pfanne zu hauen oder mich lächerlich oder irgendjemanden lächerlich zu machen. Im Gegenteil. Ich war bei den ganzen Geschichten, die da erlebt wurden, dabei. Habe es selbst miterlebt, selbst die Fehler gemacht und hoffentlich auch was draus gelernt. Und habe mir dann mal Gedanken gemacht, was kann man da auch mit einem entsprechenden theoretischen Background vielleicht draus lernen. Und ja, bevor ich die Geschichten mal zum Besten geben will, noch mal kurz, wenn ich jetzt über Skalierung rede, was meine ich eigentlich damit? Und hauptsächlich meine ich damit so einen Fall, wenn irgendwie mehrere Teams an einem großen Produkt arbeiten. Oder mit anderen Worten, wenn ich mehrere Teams arbeiten lasse, die eine sehr starke Kopplung zueinander haben in ihrer Arbeit. Also natürlich ist es auch, wenn ein Unternehmen wächst, ist es eine Art von Skalierung, aber ich habe nicht notwendigerweise die Probleme, die ich erlebe, wenn ich eine sehr starke Kopplung zwischen den Teams habe. Und ich beziehe mich eigentlich mit all diesen Geschichten eher auf die Fälle, wo wir eine starke Abhängigkeit zwischen den Teams haben. Ja, und schon mal vorneweg, ich rede sehr viel über Scrum dabei, weil es das ist, was ich beobachtet habe. Für die allermeisten Unternehmen, die ich erlebt habe, heißt agil zu werden, irgendwie was mit Scrum zu machen. Das ist weder gut oder schlecht. Ich will aber auch ganz klar dazu sagen, ich glaube nicht, dass man, um agil zu sein, so ein Framework wie Scrum braucht. Die erste Geschichte, also vielleicht ist das bekannt, ne, wenn man Scrum rückwärts schreibt, was dabei rauskommt. Und ich dachte, das ist ganz treffend. Es gibt nämlich so eine übliche Vorgehensweise, wenn man mit mehreren Teams zusammenarbeitet und feststellt, wir haben irgendwie Abhängigkeiten. Das sogenannte Scrum of Scrums. Und dazu habe ich zwei Erlebnisse mal mitgebracht oder Beobachtungen. Die erste Beobachtung war mit relativ vielen Teams, also etwa 9 Teams waren das. Die hatten alle ihren Product Owner, die hatten alle ihr Product Backlog. Es gab noch ein paar andere Produktmanager. Und die hatten ihre Plannings, die hatten ihre Refinements und es gab Abhängigkeiten zwischen den Teams und da ist auch immer mal wieder was schiefgegangen. Es gab Blockaden oder Abhängigkeiten, die irgendwie gestört haben, dass wir nicht liefern konnten. Und im Kreise der Scrum Master haben wir dann gesagt, wir müssen da mal so ein Scrum of Scrums machen. Wir haben das von außen verordnet. Das ist nach kurzer Zeit in sich zusammengefallen, sprich es kam keiner mehr und es kam ziemlich harsche Kritik auch. Ich will das gar nicht zum Besten geben, vielleicht erinnert sich jemand daran, wie so eine Kritik ausgesehen haben könnte. Also eine war, an die ich mich erinnere, ich sehe da immer dieselben Fratzen. Also total unsachlich, die Leute waren einfach nur genervt. Und die Probleme sind bestehen geblieben. Ich habe das nochmal erlebt in einem anderen Unternehmen, sehr, sehr ähnlich.
ein bisschen kleiner, 4 Teams, starke Kopplung. Wir hatten da den Fall, wir hatten einen Product Owner, einen Product Backlog, wir hatten gemeinsame Plannings und Refinements. Und irgendwann kamen aus dem Team Leute auf uns zu, die sagten, hey, mach doch mal so ein Scrum aus Scrum, wir müssen uns da abstimmen. Ja, haben wir gemacht, war super, die ersten 3 Mal. Und dann irgendwie habe ich geguckt, da steht jetzt nur noch, stehen nur noch 2, die sich unterhalten, und irgendwie war das dann auch tot. Aber anders als in dem ersten Fall, es gab überhaupt keine Probleme in der Integration, das ist geflutscht. Und ich habe dann einfach mal mit ein paar Leuten gesprochen, was ist denn da los, also warum trefft ihr euch nicht mehr? Er sagt, ja, brauchen wir nicht. Wir bereden das beim Kaffee. Das haben wir schon uns geklärt. Wir brauchen dieses Scrum of Scrums nicht. So, was ist da jetzt passiert? Ich bin ja einer, der behauptet, Selbstorganisation ist nichts, was man Leuten irgendwie beibringen muss oder was man trainieren muss, sondern das findet immer statt. Das ist ein soziales Phänomen. Im ersten Fall hat Selbstorganisation stattgefunden, nämlich die Teams haben sich optimiert auf ihr Ziel im Backlog, das Ziel, das vom Product Owner vorgegeben wird, und sie haben das unnützte Scrum of Scrums, aus ihrer Sicht unnütz, eliminiert. Im zweiten Fall hatten die Teams ein gemeinsames Bild. Sie hatten einen Product Owner, sie hatten einen Product Backlog und sie hatten ein gemeinsames Ziel und hatten einen gemeinsamen Nutzen. Auch da haben sie das Scrum of Scrums eliminiert, weil sie es gar nicht brauchten. Sie haben das beim Kaffee einfach mal so geklärt. Das ist für mich Selbstorganisation. Für mich war das ein Fall, da habe ich mal wieder gelernt, natürlich aus der alten Schule heraus sagen einige in den Teams, ja, ihr müsst es organisieren, aber wenn man es einfach mal lässt, dann kommen die Leute irgendwann auf die Idee, hey, wir müssen uns mal gerade unterhalten beim Kaffee, und es passiert ganz einfach. Und wichtig war in diesem Fall, dass wir die Leute dann auch reflektiert haben und gesagt, ihr habt das doch geklärt, ist doch alles super, läuft. Und das war eine Lehre, ich werde da nachher nochmal drauf zurückkommen. Die Agilitätspolizei ist irgendwie meine Lieblingsgeschichte. Vielleicht haben das einige von euch auch schon mal beobachtet. Agile Transition, agil wird ausgerufen, wir werden jetzt agil. Überall sieht man plötzlich Kanban-Boards und Stand-Ups, Retrospektiven werden gemacht. Und das ist irgendwie auch alles ziemlich cool. Man muss dabei sein, Partizipation ist ganz wichtig. Alle fordern Feedback-Kultur und Fehlerkultur und die ganzen Dinge, die wir irgendwie so kennen. Und dann beobachtet man relativ schnell auch, dass so die traditionellen Dinge, die man so hat im Unternehmen, die werden irgendwie so belächelt. So, ach, ja, ihr seid ja noch nicht so richtig agil. So, ja, bei uns, wir machen schon Retros. Oder noch besser, tatsächlich so erlebt in einem Meeting, also wenn du das so machst, dann ist es nicht agil. Also das ist, was da passiert ist, dieses Agil wird irgendwie so eine Referenz. Das muss jetzt agil sein. Was nicht agil ist, ist nicht gut. Das kann gar nicht gut sein. Das ist ja alt. Und das Neue ist richtig. Also agil wird zu einer Referenz. Und was ich dann auch noch beobachten konnte, da kam mal ein Kollege zu mir, der sagte, wenn du noch einmal dieses Wort agil verwendest, ich kann es nicht mehr hören. Also das wird zum Schimpfwort. Das nutzt sich derart ab, dass die Leute es gar nicht mehr hören können. Und es wird nicht nur wirkungslos, es wird sogar schädlich. Was man auch noch beobachten kann, es ändert sich aber im Grunde nichts. Wir reden nur noch viel mehr darüber, wie wir zu arbeiten haben, anstatt dass wir wirklich mal Arbeit geschafft bekommen. Und das ist unglaublich störend und frustriert. Was passiert da? In meinen Augen ist das darin begründet, dass dieses Agil keine geeignete externe Referenz hat. Sprich, ein Unternehmen bewegt sich im Wirtschaftssystem, ob uns das gefällt oder nicht. Aber da zählt, ob ich im Wirtschaftssystem, also ob ich kommerziell erfolgreich bin. Das interessiert nicht, ob ich jetzt agil bin oder nicht agil oder Wasserfall oder PMP oder sonst was mache. Es interessiert einzig und allein, ob ich damit Erfolg am Markt habe. Und das ist das Einzige, was Sinnkopplung herstellt. Wenn ich den Leuten sage, ihr müsst jetzt agil sein, dann macht das sprichwörtlich keinen Sinn. Und was noch schlimmer ist, diese Referenz agil, die ich geschaffen habe, das ist eine interne Referenz, die ist vollkommen nach innen gerichtet. Das Unternehmen beschäftigt sich plötzlich viel mehr damit nach innen, wie werden wir agil und wie muss es sein und was ist jetzt agil und Reifegradmodell, als dass es sich damit beschäftigt, wie generieren wir Wertschöpfung.
auch heute schon in der einen oder anderen Session mal angesprochen. Matrix Reloaded. Da beziehe ich mich darauf, dass man sozusagen durch die Hintertür wieder sowas wie eine Matrix-Organisation generiert. Auch das bei mehreren Teams. Plötzlich spürt man die Notwendigkeit, wir müssen uns da irgendwie abstimmen. Und wie schön, der agile Methodenkoffer, der hat ja auch ein tolles Mittel, die Community of Practice. Und da ruft man da gleich auch mehrere ins Leben. Der Chef kommt und sagt, hey, ihr müsst COPs machen, Architektur-COP, und dann brauchen wir noch Continuous Integration und Testing und Deployment und was es da alles so gibt. Und natürlich kann man das nicht einfach so lassen, sondern man muss das ja anpassen. Das muss ja zu uns passen. Und da kommen dann plötzlich die gelernten Glaubenssätze des Unternehmens wieder ins Spiel. Dann werden COP-Leads bestimmt. Am besten werden noch Experten von außen, die gar nicht aus den Teams kommen, dazu bestellt. Die müssen, ja, die müssen Themen setzen und die müssen Rahmenbedingungen vorgeben. Und plötzlich wird das alles irgendwie gar nicht mehr nützlich. Plötzlich ist es so, mein Kalender ist voll, jetzt muss ich schon wieder in diese COP. Und plötzlich haben wir auch viel mehr Arbeit als vorher, weil aus der COP habe ich Tasks mitgenommen, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und irgendwie muss ich auch mein Revier verteidigen. Ich muss die Arbeit, die ich im Team mache, in meinem Scrum-Team, muss ich verteidigen gegen die Arbeit, die ich in der COP machen muss. Das wird disjunkt. Eigentlich war ja die Idee mal, dass die COP das, was ich im Team tue, unterstützen soll. Aber irgendwie passiert das nicht. Da ist zusätzliche Arbeit. Naja, und wenn ich Matrix sage, also was man da, was ich vielleicht auch hoffentlich erfolgreich angedeutet habe in dem kleinen Bildchen, das ist natürlich ein Widerspruch. Ich packe die Menschen in ein Team rein, ich sage, ihr habt Teamautonomie, ihr seid selbstorganisiert. Gleichzeitig packe ich sie aber noch in eine COP rein, in die sie vielleicht gar nicht rein wollen. Die werden ja freundlich gebeten, da reinzugehen. Und ich stecke da noch ein Lead rein, der Themen setzt, der also von außen zusätzlich zu dem, was das Team für sich im Sprint-Backlog geplant hat, noch zusätzliche Tasks reinbringt. Und was dann passiert, ist auch wieder Selbstorganisation. Ich ernte Ablehnung, ich ernte Kämpfe um Freiraum, dass die Leute sagen, hey, ich kann da nicht mehr hingehen und da, ich habe so viele Meetings, das funktioniert nicht. Und letzten Endes ernte ich dadurch häufig weniger Kooperation. Auch darauf komme ich dann nachher nochmal zurück. Nächste Geschichte, ich glaube, zeitlich bin ich relativ gut unterwegs. Die Geschichte könnte vielleicht auch recht kontrovers sein. Ich habe sie die Demokratiefalle genannt. Demokratie ist ja überhaupt nichts Schlechtes, also bitte nicht falsch verstehen. Ich bin nicht antidemokratisch, aber was beobachte ich? Es wird sehr gerne propagiert, ja, die agilen Unternehmen, die müssen hierarchiefrei sein. Partizipation ist das allerhöchste Gut. Und Augenhöhe, ne, der Begriff ist heute auch oft gefallen. Das sind alles sehr gute Dinge, auf jeden Fall. Also nicht falsch verstehen. Was ich aber beobachte, ist häufig, dass das so interpretiert wird, dass alle Entscheidungen, die irgendwie noch aus einer hierarchischen Struktur kommen, also die von oben kommen, die sind sowieso schlecht. Die kommen von oben, das muss schlecht sein. Das ist nicht Augenhöhe und deshalb ist die Entscheidung auch falsch. Und dann muss ich für jede Entscheidung, die ich irgendwie treffen will, muss ich alle fragen. Ich muss ein Meeting einberufen, weil irgendwo in der Ecke sitzt einer, der ruft, ja, du hast mich aber nicht gefragt und ich will da auch noch was zu sagen. Das ist ja unfair sonst. Wir müssen alle abholen und alle mitnehmen. Das sind so Standardbegriffe, die man häufig, ja, jemand lacht. Vielleicht hat man die schon mal gehört. Ja, aber man beobachtet auch, dass in eben diesen Meetings ein unglaubliches Frustlevel entsteht. Die Leute diskutieren und streiten und ne, es ist alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. Und was man dann auch spürt, was man wahrnehmen kann, ist, dass dieser Zwang zur Basisdemokratie das auch irgendwie lähmt. Also ich habe mittlerweile in einem Unternehmen schon erlebt, dass man die Terminfindung für den Termin schon in ein Riesenmeeting verlagern muss, damit man erst einen Termin für den Termin finden kann.
Also das hat ja eigentlich nichts mehr mit der Idee zu tun, dass man schneller, flexibler, handlungsfähiger werden will durch Agilität. Das ist gerade das Gegenteil. Tja, so ein bisschen Systemtheorie. Ich muss sagen, ich bin ein Fan davon. Soziale Systeme bilden ja immer Hierarchien. Wichtig ist zu unterscheiden, das sind sogenannte sozial legitimierte Hierarchien oder natürliche Hierarchien. Wenn wir von Hierarchiefreiheit reden, meinen wir häufig in Unternehmen diese formellen Hierarchien, das Organigramm. Die können tatsächlich schädlich sein. Aber es ist so, zur Komplexitätsreduktion bilden soziale Systeme immer Hierarchien aus. Und das ist wichtig und richtig. So finden wir nämlich raus, wer kann denn was gut? Wo sind die Leute, die ich fragen muss? Ich gehe zum Hans, wenn ich was zu unseren Servern wissen will. Oder ich gehe zur Frauke, wenn ich wissen will, wie läuft denn eigentlich dieser HR-Prozess, wenn ich da jemanden einen Vertrag geben will oder sowas. Ich muss rausfinden, zu wem kann ich denn gehen? Wer hat denn Expertise? Auch da wieder, das Wirtschaftsunternehmen ist den Gesetzen des Wirtschaftssystems untergeben, ob uns das gefällt oder nicht. Aber es ist wichtig, dass Entscheidungen schnell und mit Sachexpertise getroffen werden können. Wenn ich jetzt durch einen sehr dogmatisch-demokratischen Ansatz die Leute zwinge und vor allem die Experten für ihre Themen zwinge, sich auch immer wieder vor den Nicht-Experten zu erklären, warum sie das wie und weshalb tun, dann lähme ich das Unternehmen. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass ich mit großer Sachexpertise handle, sondern ich verhindere quasi, dass die Experten ihre Arbeit machen können. Der PO als Teamowner, das ist so, ja, das hat sich in der ersten Geschichte auch wiedergefunden. Eine Beobachtung: Skalierung, mehrere Teams. Und einer der ersten Reflexe, die ich beobachtet habe, sehr häufig ist, ja, jedes Team braucht natürlich auch ein PO. Weil wir haben dieses gelernte Bild, Scrum, PO, Scrum Master. Copy und Paste, wenn wir 8 Teams haben, müssen wir auch 8 POs haben. Also anscheinend ist die Denke irgendwie pro Team, der PO ist irgendwie so ein Team-Owner. Jeder PO, jedes Team muss ja ein PO haben, sonst können die ja nicht arbeiten. Was man dann beobachtet, ist aber häufig, naja, die POs müssen sich dann ja einigen, weil sie bauen ja eigentlich ein Produkt. Zumindest war das die Idee. Dann verteile ich aber die Produktverantwortung über relativ viele Ansichten und Meinungen und dann habe ich wieder das Problem, jetzt müssen die sich abstimmen. Jeder PO hat da so sein eigenes Backlog und sein eigenes Team und das ist ja gerade eine Einladung. Ich habe ja auch die Handlungsvollmacht sozusagen bekommen. Ich bin ja PO, ich kann ja entscheiden, was ich mache. Das fördert Alleingänge. Diese Rolle und die Art und Weise, wie man sie so umsetzt, ist eine Einladung eigentlich mit seinem Team da das zu machen, was man für am besten hält. Und man verliert den Blick auf dieses größere Bild. Das heißt, da werden auch oft Abhängigkeiten entweder gar nicht erst erkannt oder sogar ignoriert, weil man sagt, naja, ich habe ja meinen Backlog hier, mein Bereich ist sauber, damit gehe ich vorwärts und die anderen, ja, die performen halt nicht so gut wie ich, aber ich krieg's hin. Das ist auch wieder so ein kulturell gelerntes Bild, dass es halt sehr wichtig ist, wie das aus traditionellen Unternehmen bekannt ist, eben für Leistung zu sorgen und zu zeigen, dass man ja sehr wichtig fürs Unternehmen ist. Naja, ich habe es schon ein bisschen gesagt, was passiert da? Eigentlich war ja das Ziel, ein Produkt zu entwickeln. Organisatorisch sind die Teams aber so nicht aufgestellt. Wenn ich die Teams trenne und ihnen jeweils ein Ziel in Form eines PO und eines Backlogs gebe, dann haben sie plötzlich getrennte Ziele, die schwimmen auseinander, die haben nicht mehr dieses eine Produkt vor Augen. Die können sich deshalb auch nicht daraufhin optimieren, sondern sie optimieren sich darauf, dass sie eben genau das tun, was im Product Backlog steht und was der Product Owner vorlebt. Ich sagte schon, es fördert Alleingänge und deshalb mein Appell sozusagen und das Learning: Richte diese PO-Rolle, nimm sie wörtlich, das ist ein Product Owner, richte sie am Produkt aus. Da gibt es ja auch diesen Conway, der da mal was zu gesagt hat, Conway's Law, ne? The team is the product. Genau das kommt da zum Tragen. Natürlich wird ein Produkt irgendwann mal so groß, dass das ein einzelner PO und in ein einzelnes Backlog wahrscheinlich nicht mehr reinpasst.
dann kann man es meistens aber so partitionieren, auch wieder entlang des Produkts fachliche Schnitte, dass ich gut entkoppelbare Produktbereiche identifizieren kann. Und dann macht es auch wieder Sinn, diese Bereiche wieder in eine Hand eines PO zu geben. Nur ist es, um Conway's Law nochmal zu zitieren, es findet sich ja die Team- und Kommunikationsstruktur häufig im Produkt wieder. Und wenn ich ein gut gekoppeltes Produkt bauen will, dann muss ich auch die Teams eben gut koppeln. Und ich muss ihnen eine Gemeinsamkeit geben, und das kann ich sehr gut, zumindest bei kleineren Produkten, über das Product Backlog, über einen gemeinsamen PO. Zu guter Letzt. Das ist auch was, was mir, es hat mir echt Probleme gemacht, so ein bisschen zu ergründen, woran könnte es denn liegen. Habe ich aber tatsächlich fast überall beobachtet. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich war Teil dieser Erlebnisse. Ja, meistens gibt es ja dann mehrere Teams, ne, ich sagte es schon, und auch mehrere Scrum Master. Und dann macht es auch Sinn, aus diesen Scrum Mastern auch irgendwie ein Team zu machen, weil das sind eigentlich diejenigen, die auch die Expertise haben, wie man agile Methoden voranbringt, wie man das skaliert. Und die haben natürlich auch eine Aufgabe, prozessual das übergreifend zum Fliegen zu bringen. Ich beobachte jedoch sehr häufig, dass es da Machtkämpfe gibt. Die Scrum Master, die sind die allerschlechtesten darin, ein Team zu bilden. Da geht es mehr so um die Frage, wessen Team performt denn hier am besten? Ne? Und wer ist denn hier der Coolste, wer ist denn der Agilste von uns? Wer hat's denn drauf? Und die anderen, die sind ja eigentlich eher Dilettanten. Ich will den armen Menschen da überhaupt nichts unterstellen. Und ich bin selbst in diese Falle reingetappt. Wahrscheinlich auch mehr als einmal. Ich führe es mal darauf zurück, das System. Häufig ist es so, wir haben ganz viele ehemalige Projektleiter, die sind plötzlich Scrum Master. Das heißt, die bringen natürlich ihre Kultur und ihr gelerntes Verhalten mit. Dann sehe ich sehr oft so Rollenbeschreibungen wie, der Scrum Master ist für die Leistung des Teams verantwortlich oder der Scrum Master schützt sein Team. All das setzt einen kulturellen Rahmen, der natürlich gerade so eine Einladung ist, dazu sich genauso zu verhalten. Nämlich dafür zu sorgen, dass mein Team auch gefälligst das Beste hier ist und dass ich zeige, dass ich das beste Team habe. Und der Scrum Master hat ja auch noch so das Problem, dass er, vielleicht war er früher Projektleiter und konnte Arbeit verteilen und das darf er ja jetzt eigentlich nicht mehr. Er muss ja irgendwie anders zeigen, dass er es trotzdem drauf hat. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich war jetzt schon wieder bei dem, was da eigentlich passiert oder was ich glaube, was da passiert. Das eine ist, ich führe da Scrum ein und das ist ein Modell und das kann man ja alles wunderbar machen. Das, was ich aber in den anderen, oder ich sag mal, ist eine Unterstellung, was ich eigentlich will, ist aber doch eine kulturelle Veränderung. Ich will doch was bewegen. Kultur ist allerdings sehr, sehr mächtig. Das ist ein Stabilisator und der ist unglaublich stabil. Das kann ich mal nicht einfach so ignorieren. Menschen verhalten sich üblicherweise nämlich kulturkonform oder systemkonform. Und Scrum Master sind auch nur Menschen. Wenn ich die in ein System reinstecke, mit Rollenbeschreibungen, mit einer Historie, die Einzelleistung belohnt, die Leistung verlangt und die ihnen auch noch sagt, sorge dafür, dass dieses Team, du hast die Verantwortung, dieses Team muss funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann bist du schuld. Natürlich muss ich dann gucken, dass ich irgendwie zeige, dass ich da der Beste bin. Und da bin ich bei diesem Konzept, auch aus der Systemtheorie, Schutzräume sind ganz, ganz wichtig. Also wenn man sowas wie eine Transition anstößt, beginnt man ja meistens irgendwie so an einer Ecke. Man schafft eigentlich so einen Schutzraum. Wenn von euch vielleicht Working Out Loud, was gerade total gehypt wird, was das macht, ist eigentlich nur irgendwie einen Schutzraum schaffen. In diesen Circles hole ich die Leute mal raus aus dem System, ich packe sie in ein anderes System, wo sie mal was anderes machen können. Und das funktioniert in einem Scrum-Team meistens auch sehr gut, weil da habe ich diesen Schutzraum, ich habe den Scrum Master und ich habe meinen PO, ne, und dann habe ich vielleicht einen Abteilungsleiter, der das beschützt. Wenn ich das dann aber über die Abteilung hinaustragen will ins Unternehmen, dann kommt die Kultur und die wird unglaublich mächtig und die bekämpft mich. Es ist wie ein Immunsystem, das anspringt. Und das sagt, du musst das aber so machen, wie wir das früher schon immer gemacht haben. Und wenn du jetzt was Neues machen willst, dann bekämpfe ich das. Das ist meines Erachtens das Phänomen, was wir leider sehr häufig ignorieren.
Und zu guter Letzt würde ich noch so ein bisschen das mal zusammenfassen, was ich jetzt daraus gelernt habe und was ich gerne mitgeben möchte. Also aus der ersten Geschichte, ich bin der Meinung, was das Einzige, was wirklich skaliert, sind nicht Modelle, sondern es ist Selbstorganisation. Manche sagen ja, Selbstorganisation funktioniert aber nicht immer. Ich glaube, sie funktioniert immer. Was Selbstorganisation tut, ist aber sich seinen Sinn oder ihren Sinn selbst suchen. Wenn ich keinen Sinn gebe, dann wird sich ein Sinn suchen. Und wenn es Zeit totschlagen ist. Deshalb nutze die Selbstorganisation. Schaffe ein System, in dem Selbstorganisation zum Wertschöpfen, zum Unternehmenszweck sinnvoll eingesetzt werden kann. Stärke die informelle Kommunikation. Irgendein schlauer Mann hat mal zu mir gesagt, je mehr formelle Kommunikationskanäle du schaffst, desto weniger wird kommuniziert. Also je mehr Meetings ich einberufe, desto weniger Bock haben die Leute, da hinzugehen und auch noch sich zu unterhalten. Und manchmal ist es eine Wohltat, wenn man mal den Kalender freiräumt und sagt, Leute, wenn ihr glaubt, euch unterhalten zu müssen, dann tut das. Und dann passiert es auch manchmal. Oder sogar ganz häufig. Die zweite Geschichte war das. Minimiere interne Referenzen. Das ist das, was wir leider sehr, sehr gerne tun, auch in traditionellen Unternehmen. KPIs, OKR-Modelle. Das sind alles gute Ideen, aber es sind alles interne Referenzen. Ich messe mich immer wieder gegen irgendeine Zahl oder gegen irgendeine Referenz, die eigentlich nur im Unternehmen eine Bedeutung hat. Das ist schön und gut, das ist auch einfach, das kann man gut messen und kontrollieren. Es bringt mir nur nichts, wenn ich wissen will, bin ich denn da draußen, also da draußen im Markt, bei den Kunden erfolgreich? Dann brauche ich eine externe Referenz. Dann muss ich mich vergleichen mit dem Markt, mit meinen Marktbegleitern, mit den Kunden, die nicht bei mir kaufen. All das sind externe Referenzen. Die bringen mich weiter. Die sagen mir, ob ich erfolgreich bin. Kein agiles Reifegradmodell kann mir sagen, ob ich unternehmerisch erfolgreich bin. Sorge dafür. Das klingt jetzt sehr einfach, ist aber in der Praxis gar nicht so einfach. Ich finde es aber sehr, sehr wichtig. Sorge dafür, dass Entscheidungen da getroffen werden, wo die meiste Expertise zur Problemstellung herrscht. Und da helfen auch wieder selbstorganisierende Teams, da helfen Umgebungen, die relativ frei von formeller Hierarchie sind, weil formelle Hierarchien eher überdecken, dass ich herausfinden kann, wer kann denn was gut. Denn da zählt immer die Meinung vom Chef. Die ist erstmal die wichtigste. Die kommt vom Chef. Und danach zählt vielleicht eine andere Meinung, wenn sie denn gesagt wird. Und Meinungen danach zu beurteilen, von welcher formellen Hierarchiestufe sie kommen, ist eben nun mal gefährlich. Also man muss dafür sorgen, dass sich die guten Ideen durchsetzen und nicht die Ideen, die bestimmte Personen mit einer bestimmten Position oder Hierarchiestufe gesagt haben. Setze dich mit deinem Produkt auseinander. Soll heißen, lerne dein Produkt zu unterteilen in Partitionen, in Produktbereiche, die für Kunden wertschöpfend sind, und strukturiere deine Teams entlang dieses Produktes. Conways Gesetz, sagte ich schon. Unterscheide zwischen formellen und sozial legitimierten Hierarchien. Also dieses Predigen, ja, Hierarchiefreiheit und so weiter, das gibt's nicht. Es gibt keine hierarchiefreien sozialen Systeme. Und Hierarchien sind wichtig. Sie reduzieren Komplexität. Ich muss nicht jeden fragen. Ich muss nur den fragen, der es weiß. Und der es weiß, den finde ich raus dadurch, dass ich die Leute agieren lasse und dass ich das soziale System das tun lasse, was es sehr gut kann, nämlich diese sozial legitimierten Hierarchien bilden. Und ich finde mal, da hilft so ein Blick mal zu Hause in die Clique, in den Freundeskreis, in den Sportverein. Da funktioniert das meistens auch ganz gut. Da weiß ich, wer was gut kann. Eine Fußballmannschaft weiß, wem ich jetzt den Ball zuspiele, weil der den super annehmen kann in der Situation, weil der heute gut drauf ist in dem Spiel. Und ich habe eine hohe Sicherheit, dass der den reinschießt. Das ist genau das, was eine Fußballmannschaft zum Beispiel als soziales System auf dem Platz herausfindet. Zu guter Letzt, betrachte dein Unternehmen, also das ist das, was ich versucht habe, hier die ganze Zeit zu tun, als ein soziales System. Und setze dich mit der Systemtheorie
auseinander. Ich persönlich bin ein großer Fan der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Da steckt sehr vieles auch von drin. Und ja, ich finde es äußerst wichtig, das zu tun, weil wir reden ja auch immer davon, dass wir auf Augenhöhe agieren wollen. Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, wieder vernünftig zu arbeiten, gesunder Menschenverstand. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, wir müssen akzeptieren, dass dieses Konstrukt Unternehmen weitaus mehr ist als dieses Organigramm, was wir immer sehen, sondern da arbeiten Menschen, das sind soziale Systeme und in diesen sozialen Systemen passiert ganz, ganz viel und es ist wichtig, da einen Blick drauf zu legen und das kann man, ja, das sollte man nicht nur sehen als notwendiges Übel, sondern da steckt ganz, ganz viel Potenzial drin. Genau, und jetzt haben wir sogar noch Zeit für Fragen. Vielen Dank.